In diesem Video zeige ich dir, wie du doppelte oder alte Presets, die du nicht mehr in deiner Effect Library haben willst, löschen kannst. Aber woran kann es liegen, dass du ein und dasselbe Preset doppelt hast? Du kannst dir zum Beispiel auf meiner Webseite for free Presets runterladen und zu manchen Presets habe ich auch eine Paid-Version. Und wenn du dir die Paid-Version runterlädst, dann sind meistens in der Paid-Version auch alle Titles der Free-Version drin. Also das zählt zum Beispiel für das Kinetic Title Pack und für die Glitch-Effekte. Und dann ist es sinnvoll, das DRFX-File von dem Free-Preset einfach zu löschen, damit du nur noch die Paid-Assets drin hast. Ein weiterer Grund für doppelte Presets ist, du hast einfach ein Settings-File in einem anderen Unterordner gespeichert, was genauso heißt. Zum Beispiel hast du den gleichen Titel in die Generators gepackt und in die Titles. Dann hast du auch ein und dasselbe Preset an zwei unterschiedlichen Orten aufzufinden. Oder du willst einfach nur ein paar Presets loswerden. Das ist natürlich der einfachste Grund und jetzt zeige ich dir, wie du das Ganze löschst. In DaVinci Resolve gehst du in Fusion, öffnest hier die Effect Library und öffnest hier deine Templates und dann kannst du hier unter die drei Punkte Show Folder anklicken. Jetzt öffnet sich ein Ordner und in diesem Ordner findest du die ganzen DRFX-Files, die du bereits installiert hast, die du dann auch hier einzeln löschen kannst. Oder du kannst hier in die Edit und dann in die Effects, Generators und Titles gehen und falls du einzelne Settings-Files installiert hast, kannst du die natürlich auch hier rauslöschen. Wie zum Beispiel habe ich hier alte Titeleffekte, die könnte ich jetzt hier rauslöschen. Okay, aber wie ist das, wenn du einzelne Effekte aus einem DRFX-File rauslöschen willst? Dann machst du folgendes. Ich habe jetzt hier zum Beispiel das Dein Name DRFX-File, was ich für das letzte Tutorial gemacht habe. Und da möchte ich jetzt zum Beispiel ein Preset rauslöschen. Dazu klicke ich mit Rechtsklick drauf und möchte das umbenennen in ein ZIP-File. .zip, klicke auf OK und ja, möchte das umbenennen. Und nachdem ich das umbenannt habe in ein ZIP-File, kann ich da reingehen und die Teile rauslöschen. Also doppelt draufklicken. In Windows funktioniert das tatsächlich auch in einem ZIP-File. Also kann ich hier einfach reingehen und hier zum Beispiel diese W-Flicker, die ja das letzte Mal falsche Beispiele waren, rauslöschen. Also einfach auf Entfernen klicken und dann unwiderruflich löschen. Und damit kann ich was löschen. Und wenn ich dann zurückgehe in meinen Templates-Ordner, kann ich hier das ganz einfach wieder umbenennen in .drfx. Und da das ja jetzt schon in dem richtigen Ordner liegt, updatet es dieses DRFX-File das nächste Mal beim Laden von DaVinci Resolve. Und wenn du noch mehr zu DRFX-Files wissen willst und wie diese Preset-Bundle funktionieren, dann schau dir hier den Installationsprozess an oder den Prozess, wie man sie erstellt mit Preview-Bildchen und so weiter. Ich wünsche dir viel Spaß, Kameramagier, bis zum nächsten Mal, ciao.